Ich glaube, ich bin verständlich. Ganz kurzes Signal vielleicht. Ja, danke. Ja, ich habe gerade schon erzählt, Jan Neruda, großer tschechischer Autor, eigentlich ein Vater fast der tschechischen Literatur. Ich glaube, der hat sehr viel verstanden, auch von dem, was man so Oral History nennt, was man das Erzählen nennt und auch das, was man das Zuhören nennt. Und dieser kleine Text, den ich jetzt als erstes lesen möchte, der heißt einfach Märchen. Und er handelt im Grunde nicht, er erzählt kein Märchen, sondern er erzählt vom Märchen erzählen. Passt also vielleicht ganz gut als Einstieg. So um 1880, 1890 geschrieben. Jan Neruda, Märchen. Zur Winterzeit pflegten wir jeden Nachmittag bei der benachbarten Tischlersfrau zu sitzen, die so schön erzählen konnte. Dunkelrot glühte die Kohle im Ofen und das Zimmer wurde nur von einer Petroleumlampe erhellt, deren Docht wir mit einem Draht herausziehen mussten. Aber wir taten es eigentlich ungern, denn es wurde dann etwas heller im Zimmer. Das war nicht mehr so dämmerig, wie sich so ein richtiges Märchen gehört. Ach, wie gespannt wir lauschten und alles glaubten. Und weil das Königreich einen König braucht, wurde Jerzy König, nur das versteht sich. Und schließlich, na ja, ein Königreich. Beinahe in jedem Märchen gibt es ein Königreich zu gewinnen. Da beneideten wir schon eher den kleinen Janitschek. Dann lebten Janitschek und sein Großvater zufrieden und in Freuden. Janitschek hütete die Ziegen und der Großvater machte zu Hause Quargel und davon lebten sie. Ja, Ziegenkäse ist doch so eine appetitliche, duftende und durch gute Sache. Ha, und wie wir kicherten, als Jan mit der Ziege in die weite Welt zog und jeder an ihr hängen blieb, der sich ihr näherte. Und schließlich bildeten sie schon eine lange Reihe: Männer, Frauen, Soldaten, Könige und Kneipenwirte. Und wie haben wir gezittert? Wie haben wir gezittert, wenn die Hexe zu Hansel und Gretel sagte: Heut Abend werde ich euch schlachten und braten. Ja, Kinder, und sie hatte so lange, runzlige Hände, wisst ihr, und daran solche Nägel wie Harken. Und wenn sie einen mit ihren Augen ansah, dann leuchteten sie grün wie die Lichter einer Katze. Oh, wie haben wir uns gefürchtet. Ja, und Kinder, ihr könnt euch vorstellen, was für eine Angst Hänsel und Gretel auszustehen hatten. Und als dann der Abend dämmerte und die Hexe herangeschlichen kam, ihre Augen funkelten und sie streckte die rechte Hand aus. Klapp! In diesem Augenblick flog die Tür auf, der dunkle Flur dahinter tat sich gähnend auf und aus dem Dunkel, naja, aus dem Dunkel, da trat ja nur die Frau Jedlitschkowa vom ersten Stock, um nachzusehen, was ihre kleine verrotzte Maschka eigentlich macht. Aber uns ging der Schreck durch Mark und Bein bis zu den Zehenspitzen hinunter. Oh mein Gott, ach, könnte ich bei einem Märchen noch ein einziges Mal so schön erschrecken. Ja, und ich glaube, damit beschreibt der Jan Neruda genau das, worum es eigentlich bei dem Erzählen geht, bei mir nicht nur beim Märchen, sondern ich denke auch beim anderen Erzählen. Erstmal geht es darum, zusammenzusitzen, zusammen zu sein. Es geht aber auch um Spannung, um Aufbau und am Ende um Spannungsabbau, um Erlösung des Ganzen da auch. Und ich glaube, da hat sich von Jan Nerudas Zeiten bis zu Steven Spielberg nichts groß geändert. Das ist immer noch das Gleiche. Ja, und weil wir gerade bei den Märchen sind, dann möchte ich euch jetzt zwei Hexenmärchen aus dem Osterwald vorlesen. Der Osterwald, Erwin ist, glaube ich, heute leider nicht dabei. Der kommt aus der Gegend. Der Osser ist einer der großen Berge des Bayerischen Waldes. Viele von euch waren da schon, sei es mit mir, sei es mit Erwin oder
dem Rudi oder mit dem Alois, keine oder mit Katka. Der Osser ist so einer der Punkte, der uns immer wieder mal begleitet, so wie auf der anderen Seite der Arber oder der Lusen. Also diese beeindruckende Bergkette da, die Bayern von Böhmen abtrennt. Und da gab es einen Autor, der hieß Leo Hans Malli, man könnte sagen, ein Volkskundler, ein Ethnologe. Und der ist den Märchen nachgegangen, die man sich dort auf den Höfen erzählt hat. Und er hat sich gewundert, dass diese Bayerwald-Märchen völlig anders sind als, ich sage jetzt mal, die Grimmschen Märchen oder auch die Märchen von der Wojina Nemzowa. Es sind nämlich, man muss schon fast sagen, heidnische Märchen. Und es sind böse Märchen. Ganz, ganz anders, als wir sie eigentlich gewohnt sind. Leo Hans Malli. Zwei Hexenmärchen aus dem Osserwald. In den frühen, tauenden Winterabend fährt der Wind. Er zaust die Strohhalme im Hof auf, wirbelt sie durcheinander und trägt sie übers Scheunendach. Das ist die Windhex, sagt die kleine Wabi mit erschrockenen Augen. Die Hausbauernleute sind vom Dreschen müd. Sie schauen über das Kind hinüber zum Fenster hinaus. Der Großknecht hat einen Flügel aufgestoßen und lässt den warmen Schneesturm in die Stube. Draußen klingeln die Tropfen. Ja, die Hexen. Naja, Hexen gibt's allerhand, sagt der Großknecht und zieht das Fenster wieder zu. Da ist doch die Waldhex gewesen, die die kleinen Kinder gefressen hat. Die kleine Wabi hat sich mit dem Schürzenbandel der Froni gespielt. Sie atmet ganz laut. Gelt, das ist die, wo den Hansl und die Gretel beinahe aufgefressen hat. Nein, die Waldhex, hinten die im Bärenloch. Es ist nun ganz dunkel in der Stube und jemand beginnt zu erzählen. Einmal, da ist der Wald noch über Eisenstein gewachsen. Da lebte ein alter armer Holzhauer, dem ist im Frühjahr das Weib gestorben. Jetzt hatte er nichts mehr als sein kleines Dirndl und eine leere Brotschüssel. Noch nicht lang ist's angestanden, da hat auch er das Sterben verspürt. Und er hat sein Dirndl gerufen und hat gesagt, wenn ich tot bin, dann gehst du den Eisenbach hinunter in den Wald. Dort wirst du deine Ahndl treffen. Und der sagst du, dass ich gestorben bin. Wie der Vater kalt war, lief das Kind in den Wald. Und er wuchs wild und schwarz, dass das Kind den Himmel nicht mehr sah. Da es Nacht wurde, legte es sich unter einen Baum. Schon 2 Tage war das Kind im finstern Wald. Und am dritten Tage fand es zu einem Bach und dann hat's wieder den Himmel gesehen. Auf einmal war da eine große schwarze Katze. Und die murzte und miauzte und sprang immer vor dem Dirndl her. Und wie sie nachlief, da kam sie zu einer großen Grube. Die war bis oben mit Blut angefüllt. Das Kind erschrak und lief, bis es nicht mehr konnte. Da war aber noch eine tiefere Grube, in der waren lauter Menschenknochen. Und wie das Kind weiterlief, wäre es bald in ein großes Loch gefallen und in dem lagen lauter Totenschädel. Jetzt fürchtete sich das Kind, dass es schier die Füße nicht mehr heben konnte und stand auf einmal vor 3 dürren Bäumen. Und die hatten weite Äste und da waren lauter Därme aufgewickelt. Die Kleine, die wollte sich vor Grausen im wilden Dickicht verkriechen. Da aber war wieder das schwarze Katzenvieh und schrie ganz laut und setzte sich auf und hob eine Pfote so wie einen Wegzeiger. Da sah das Dirndl eine alte Hütte. Und wie es hinkam, da stand die Ahndl vor der Tür. Die war alt und schierch und hatte einen Bart über einem großen Zahn. Das Kind aber fragte ganz ängstlich, bist du die Ahndl? Lachte das Weib und nickte mit dem Kopf. Ja, komm nur herein, Täuberl. Ich weiß schon, der Vater ist gestorben. Die Alte führte das Kind in die Stube und stellte ihm eine Schüssel hin. Iss, Täuberl, hast ja 3 Tage nichts gegessen. Die Kleine sagte aber, Ahndl, ich kann nichts essen. Ich habe im Wald ein Gruben voller Blut gesehen. Iss, es war ja nur meine Herbstmilch.
Anli, ich kann wirklich nichts essen. Ich habe im Wald ja auch Gruben voller Beine und Knochen gesehen. Ist nur, das waren meine Krautstängel. Ich kann aber nichts essen. Da war ja ein Loch voller Totenköpfe. Ist, das waren meine Krautheiperl. Andl, ich kann nichts essen. Auf die Bäume da draußen, da hängen ja lauter Darm. Ist, es ist ja nur mein Garn. Jetzt konnte sich das Kind vor Angst nicht mehr rühren und weinte. Ja, Andl, Andl, bist du vielleicht gar eine Hex? Da fuhr die schwarze Katze auf das Kind und biss es tot. Und die Alte lachte. Ja, ich bin schon die Hex. Und fraß das Kind. Ja, jetzt wenn ich mir die Gesichter so anschaue. Voll dabei gewesen, gell? Aber der Leo Hans Mali wäre nicht der Leo Hans Mali, wenn die Sache nicht ein anderes Ende nähme. Nicht das Märchen, aber es geht noch weiter. Alle saßen still um den Tisch. Die alte Froni zündete die Lampe an. Das Licht schwebt langsam durch die stille Stube. Der Sturm wirft dicke Schneetropfen an die Fenster. Die Leute schauen sich in die hellen Gesichter und lächeln. Und jetzt sagt einer, da wo ich her bin, da sind auch zwei Waldhexen gewesen. Und weil sich niemand rührt, erzählt er, vor langer Zeit, da waren einmal im Donauwinkel zwei Hexen. Die zogen aus den Baumrinden die Krankheiten und säten sie mit dem Wind in die Welt. Am Osser oben aber, da waren zwei Riesen. Und einmal, da ist einer von ihnen ins Tal hinuntergegangen, und da haben ihn die Hexen verzaubert. Und er ist ein klein, wunziger, verhunzelter Zwerg worden und hat den Hexen das Feuer schüren müssen. Und die sind jede Nacht wie große Vögel ausgeflogen und haben sich kleine Kinder zum Fressen geholt. Im Frühsommer ist ein großer König durch den Wald geritten. Seine Tochter war eine schöne, helle Frau, und sie trug einen weißen Raben auf der Schulter. Wie sie zum Hexenhaus kam, da fing der Rabe zu reden an. Da drüben, da raucht es von jungem Blut. Vor der Tür aber saß eben der kleine Hutzelmann. Da schlug der Rabe mit den Flügeln und schrie, dreimal sieben ist bös und gut, dreimal die drei lässt Blut und stillt Blut. Wie er das rief. Und um den Hutzelmann flog, da wurden dem Zwerg das Flickgewand zu eng, er wuchs wie ein Mitternachtsschößling hoch hinaus über die Bäume, war wieder ein Riese. Der Rabe schlug mit den Flügeln, flog auf über die Berge hin und der Riese ging ihm nach über den Osser hinüber und den hohen Bergen ins Tirol hinein, wo selber Zeit noch Riesen hausten. Die zwei Waldhexen aber hat die Königstochter in zwei Katzen verwunschen und sie mussten ihr dienen in alle Ewigkeit. Der schwarze Schneewind draußen ist still geworden. Großknecht ist über dem Kalender eingeschlafen und die anderen nicken sich nun eine gute Nacht zu und gehen aus der Stube. Nur die kleine Wabi sitzt noch ganz nah an die Großmagd hingeschmiegt, mit heißen Wangen am Tisch. Auf der Ofenbank sitzt ihr Spielkamerad, der Mounds-Peter. Er blinzelt mit seinen grünen Augen ganz hinterhältlerisch herüber, gerade als ob er die zwei bösen Katzen wüsste, die einmal Hexen gewesen sind. Und wie jetzt der tauende Wind wieder jäh ans Fenster stößt, da sagt die Froni, jetzt komm, Babi, jetzt ist aber Zeit zum Schlafen. Und in dieser schwarzen Föhnnacht aber, da schlug ein kleines Walddirndlherz lange und laut vor süßer Angst und dunklem Schauder. Es war wunderbar, genau in dem Moment, Ja. wo der Wind bei dir im Text vorgekommen ist, dann kam bei mir am Fenster auch so ein
Wind. Ihr habt alle Wind im Moment, so ein bisschen rüttelt es wenigstens im Gebälk, also bei uns auch. Jetzt, ich darf es ja jetzt ja verraten, ich sitze in Brünn bei Blanka und es wird heute auch bei der Lesung heute Abend auch ein bisschen was Böhmisch-Mährisches, vor allem Mährisches dann noch geben. Das kommt aber noch. Jetzt sind wir so eher ein bisschen noch im bayerisch-böhmerwäldischen Bereich. Ja, bloß zur Erklärung noch, also mich faszinieren diese Geschichten vom Leo Hans Malli, von dem übrigens auch das geniale Punschrezept stammt, das zumindest der Norbert schon vorhat, auch mal zu machen. Und ich habe also noch nie ein Märchen gesehen oder gehört, das damit aufhört und die Hexe fraß das Kind und es kommt nichts mehr. Aber tatsächlich sind die Märchen oft auch so gelagert gewesen, dass sie auch das Böse im Leben zeigen und manchmal nicht zu eine positive Lösung dann erfinden oder zu ihr beitragen. Aber ich fand es sehr schön bei dieser Geschichte, dass dann nach dem ersten Märchen ein zweites kommt, dass das alles wieder auffängt. Und dann werden die Hexen plötzlich ins Tirol verwünscht und dann sind sie weg. Und die kleine Frone, um die es ja geht, die sich da zu Tode fürchtet, aber wahrscheinlich am nächsten Tag wieder dabei sein möchte, wenn solche grauslichen Geschichten erzählt werden. Aber ich glaube, das ist so auch so eine Menschensache da auch, dass man es eigentlich kaum aushält, dann nicht bei sowas Spannendem mit dabei zu sein. Und wenn man es in der Gruppe macht, ist das sowieso was ganz anderes. Ein kleines bisschen kommen wir uns jetzt sehr viel vielleicht auch hier so vor, dass wir jetzt zwar nicht eben um den Wirtshaustisch sitzen, sondern eigentlich ja eben nur um den Bildschirm herum, aber ein bisschen so dieses Empfinden sollte es dann auch sein. Aber jetzt glaube ich, gebe ich dann an Katka ab, weil sie jetzt mit einem ganz anderen Schwergewicht der Literatur kommt. Wir werden jetzt abgeholt vom Böhmerwald, werden wir in die Stadt genommen und wir werden von einem unserer großen tschechischen Märchenerzähler abgeholt, und zwar von Karel Čapek. Karel Čapek kennen bestimmt viele von euch von unseren Reisen. Karel Čapek begegnen wir immer wieder in Prag. Wir begegnen ihm auf unseren literarischen Wanderungen im Riesengebirge. Und Karel Čapek feiert nicht, ist das richtig, hat jetzt am 25. Dezember den 85. Todestag. Der ist nämlich, war ein großer Kämpfer gegen Nationalsozialismus in den 30er Jahren und wurde, also zu seinem großen Glück eigentlich, ist er an Herzversagen am 25. Dezember, kurz vor seiner Verhaftung, gestorben. Was ihn erwartet hätte, möchten wir uns nicht vorstellen. Er war berühmt für seine großen philosophischen Werke, für die Gespräche mit dem ersten tschechoslowakischen Präsidenten Tomáš Garrigue Masaryk, für die Märchen, die er neu erfasst hat, aufgesetzt hat, sehr modern. Und er war auch ein wunderbarer Autor von Feuilletons und kurzen Skizzen und Glosen. Und er hat ein tolles Feuilletonbuch zusammengestellt, das heißt einfach Kalender. Und er geht durch das Jahr mit seinen Bemerkungen, Gedanken und Ideen zu einzelnen Ereignissen im Jahr. Und ich finde, der Text, mit dem ich heute anfangen möchte, passt wunderbar zu unserem heurigen Winter. Er heißt nämlich Schwarzer Winter. Ich weiß, es sollten mindestens 20 Zentimeter Schnee liegen. Ich weiß, dass es gut für die Felder, gesund für uns Menschen und eine Freude für die Augen ist. Aber es nützt nichts. Der schwarze Winter passt zur Stadt. Der Schnee ist irgendwie zu ländlich, zu altmodisch und kleinstädtisch. Zu ihm gehören ein Großmütterchen mit Häubchen, Schlitten mit Schellen, niedrige Dächer und ein verschneiter heiliger Nepomuk auf dem Brücklein
über den Bach und Pferdeäpfel und Spatzen und weiße Felder mit Rebhühnern und Hasenpfötchen und eine Schleife am Dorfplatz und viele andere schöne Dinge, die aus Schnee erst richtig schönen Schnee machen. Zu Automobilen passt aber der Schnee nicht, auch zum Tram nicht und zu den Neonreklamen erst recht nicht. Im Schnee sieht dies alles irgendwie nichtssagend aus. Nun, kurz, es ist fehl am Ort. Hingegen gehört der schwarze Winter zur Stadt. Während eines solchen düsteren, dreckigen Winters strahlt die Stadt am schönsten. Jede Lichtreklame, jedes erleuchtete Fenster, jede Laterne funkelt juwelenhaft auf schwarzem Samt. Die Scheinwerfer der Fuhrwerke gleiten über das glänzende Pflaster. Die Semaphoren blinken, die Neonlinien und Aufschriften kritzeln ihre Zeichen, die mit feurigem Finger über die schwarzen Wände der Finsternis. Manchmal ist es so schön, dass der Mensch Jesus flüstert oder etwas Ähnliches. Lass nur sein, das menschliche Wesen hat auch aus dem schwarzen und tristen Winter eine Art Wunder gemacht. Vielleicht wird er einmal auch aus anderen trüben und elenden Dingen etwas hervorzaubern, was den menschlichen Ruhm verkündet. Man darf nur nicht die Geduld verlieren mit dem Winter und mit den Menschen. So. Wunderbar. Wir wandern weiter, Arthur. Ja, es passt eigentlich sehr schön, was du gerade vorgelesen hast, zu dem, was ich jetzt lesen möchte. Bei Karel Čapek merkt man eben auch, der Winter ist verschieden, je nachdem, wo man ihn erlebt, ob man ihn in der Stadt erlebt, ob man ihn auf dem Dorf erlebt. Und jetzt möchte ich das Dorf ins Spiel bringen. Und zwar ein Bayerwalddorf. Dort sind die Winter ja angeblich, wenn man mit den Bayernwäldlern spricht, besonders schön. Einer aus dem Baltikum, der hat diese Bayerwaldwinter oft und lang erlebt, der heißt Siegfried von Fegesack. Manchen ist er vielleicht ein Begriff, ein Schriftsteller aus dem Baltikum, der nach dem Ersten Weltkrieg nach Bayern gekommen ist und sich in einem kleinen Städtchen namens Regen, von dem übrigens auch vom gleichen Fluss in dem Regensburg abstammt, niedergelassen hat. Er hat dort eine alte Burgruine gekauft, die Burg Weißenstein, und hat praktisch sein gesamtes Vermögen, das nicht mehr sehr groß war, reingesteckt bei der Reparatur. Und deshalb nannte er diese Burgruine das fressende Haus, hat auch darüber praktisch eine Art autobiografischen Roman geschrieben, weil eben dieser Turm, eigentlich dieser Burgturm, sein ganzes Geld weggefressen hat. Ja, und aus diesem Roman, das fressende Haus, lese ich jetzt eine Skizze vor, die eben im Winter spielt. Das heißt auch schon Winter im Dorf. Ja, und so sah der Winter mal aus. Wir haben es ja vor ein paar Tagen zumindest doch mal erleben können. Ich glaube, die meisten von euch, dass wir mal tatsächlich, wir hatten dann in München an die 40 bis 60 Zentimeter Schnee. Die Sensation war, dass München nicht mehr anfahrbar war. Der gesamte Bahnhof war gesperrt. Es war herrlich. Also wir wollten eigentlich nach Augsburg fahren, ging überhaupt nichts mehr. Blanka konnte es gar nicht glauben, dass sowas in Deutschland möglich ist, dass man den gesamten Großstadtbahnhof sperrt und kein einziger Zug mehr rein und raus kam. Ja, aber es war so. Also, Siegfried von Fegesack, Winter im Dorf. Der Schnee fiel, ging fort und kam wieder. Oben auf den Bergkuppen lag er schon 4 Meter hoch. Die vereisten, vermummten Tannen waren zu weißen Gespenstern erstarrt. Die jungen Fichten streckten nur noch die Zeigefinger heraus. Einige waren ganz begraben. Auch im Dorf reichte der Schnee bis an den verwehten Stellen bis zum Dach. Man hatte Löcher vor den Fenstern ausschaufeln müssen. Zwischen senkrechten, schulterhohen Mauern zog die Straße wie ein Schützengraben durch das Dorf. Dünner Rauch stieg in die frostklare Luft.
Hier und dort winselte eine Säge, klimperte eine Schlittenschelle, stapften schwere Schaftstiefel neben einer gleitenden, knirschenden Kufe. Die Dorfkinder hatten es nicht leicht, zur Schule zu wandern. In Holzpantinen, mit durchlöcherten Socken, oft auch die kleinen erfrorenen Füße nur mit Lappen umwickelt, humpelten und schlitterten sie den Berg hinunter, die Zipfelmützen und Kapuzen tief über die Ohren gezogen. Nur am Sonntag wurde der Weg in den Marktflecken besser eingetrampelt. Dann stapften die Bauern und Bäuerinnen einer hinter dem anderen in langer schwarzer Kette zur Kirche. Die Bauern trugen schwarze Ohrenwärmer. Einige zogen sich unter dem Filzhut noch ein rotes Sacktuch über den Kopf, die Hände hielten sie in den Hosentaschen. Unten im Marktflecken lag der Schnee nicht so tief. Vor jedem Haus wurde brauner Sand gestreut, das sah wie Zimt auf Zucker aus. Die schweren Schlitten mit den mächtigen Holzstämmen zogen knirschend zum Sägewerk. Vor der aufsteigenden Brückenwölbung wurden die eisernen Bremsen hinten gelockert. Auf dem Marktplatz stand der Heilige zwischen den vier mageren Besenbäumchen, eine weiße Kappe auf dem Kopf. Wenn die Sonne mittags stärker auf die Kappe brannte, liefen Tropfen über die Wangen. Seine Hand hielt beschwörend das goldene Kreuz an die Brust gepresst. Die Tauben vor dem Bäckerladen hatten es jetzt auch nicht so leicht. Sie schwänzelten noch immer vor der Tür, mussten aber lange die Hälse drehen, bis sie etwas fanden. Dem gelben Metzgerhund vor Passauer Hof dagegen, dem ging's besser. Im Winter wurde nämlich geschlachtet. Und er war noch dicker, noch träger geworden und seine entzündeten Augen tränten vor lauter Fett. Die Hühner hockten auf ihren Stangen, scharrten und pickten in den zerquetschten Kartoffeln oder standen gedankenvoll vor der verschlossenen Luke. Im neuen Stall, über den Ziegen, da hatten sie es warm. Aber sie wollten hinaus. Während dagegen das Schwein Adolar, das gern noch im warmen Stroh neben Mona Lisa geblieben wäre, an einem Strick, den man ihm um das eine Vorderbein gewickelt hatte, in die kalte Winterluft auf den Hof hinausgezerrt wurde. Das Schwein sträubte sich sehr. Es stemmte sich mit allen vier Beinen gegen die hartgefrorene Erde, scharrte und wühlte die dünne, frisch gefallene Schneeschicht auf, grunzte unwillig und versuchte immer wieder nach rückwärts zu entwischen. Aber der Strick hielt das Bein fest. Der Strick zog und zerrte. Es sah fast so aus, als tanzte Adolar mit hochgehobenem Vorderpfote auf drei Beinen. Außerdem war da ein Stock, der unbarmherzig auf das nackte, nur mit spärlichen Borsten bedeckte Hinterteil klatschte. Dann schlug das tiefe Grunzen in empörtes Falsett um, und Adolar quiekte zum Erbarmen. So, und jetzt war man oben vor dem Haus angelangt. Der Strick wurde um den Stamm der Kastanie gebunden. Das Schwein konnte sich verschnaufen. Und da stand es, fett und rund, unter den grauweißen, dürren Borsten schaute die rosige Haut durch. Die mächtigen Ohrlappen hingen schwer vom stirnlosen Kopf herunter. Der runde Rüssel mit den kleinen Nasenlöchern war blank und eingebuchtet wie eine Seifenschale. Die stechenden Augen starrten böse und unwissend vor sich hin. Was nun? Warum hat man mich aus dem warmen Stall hinausgezerrt? Warum hat man mir heute nichts zu fressen gegeben? Warum stehen da so viele fremde Menschen herum? Der alte Mur und Franz schleppten einen großen Zuber herbei und stellten ihn mitten auf den Hof hin. Rosa lief erregt lachend mit roten Wangen hin und her. Jetzt holte sie eine Schüssel und einen hölzernen Löffel. Der Wirt, das Hütchen mit der Hahnenfeder auf dem Kopf, einen weißen Schurz vor dem Bauch, die Ärmel hochgekrempelt, trat ein und mit einem, was, Entschuldigung, trat ein Messer, ein spitzes, langes Messer in der einen, die Axt in der anderen Hand auf das Schwein zu. Adola stand da, winselte in die kalte, helle Winterluft. Frost, Licht, Schnee, alles das war rätselhaft, alles war unbegreiflich. Dann plötzlich ein furchtbar dröhnender Krach, ein stechender Schmerz.
Das Licht erlosch. Es wurde dunkel, es wurde warm, fast heiß. Der Kopf brannte, es strömte und strömte. Das Schwein schrie hoch und durchdringend. Das dunkelrote Blut kam in mächtigen Stößen aus der aufgestochenen Halsader herausgeschossen. Rosa kniete im Schnee, fing das dampfende Blut in der Schüssel auf und rührte es mit dem Holzlöffel, damit es nicht gerann. Der Wirt, Franz und der alte Mur richteten das Schwein langsam auf, Kopf nach unten, Hinterbeine nach oben, wie man eine Flasche neigt, um den letzten Tropfen herauszuholen. Adolar schrie noch immer, aber die Stimme wurde dünner und schwächer. Dunkelheit, Wärme, dampfende heiße Suppe, und das Schwein kehrte in den Stall der Ewigkeit zurück. Was jetzt von ihm übrig blieb, war nur eine Leiche, allerdings eine ungewöhnlich schöne und ansehnliche Leiche. Sie wurde mit zärtlicher Sorgfalt, ja fast mit Ehrfurcht behandelt, in den Zuber gelegt, mit schwefelgelbem Saugpech bestreut und eingerieben, in siedendem Wasser gebadet, dann wurden die Borsten mit einem Messer abgeschrubbt und rasiert. Weiß und wächsern trat die blanke Haut hervor. Nie war Adola so schön und so sauber gewesen wie jetzt als Leiche. Ja, schauerlich schön, so ein Schlachtfest. Wer es nicht erlebt hat, ist zu bedauern, kann ich nur sagen. Wenn man auf dem Dorf aufgewachsen ist, so wie ich, dann war das Schlachtfest. Oder bei uns hieß es dann noch viel ehrlicher, die Metzelsuppen. Dann war das immer was ganz Besonderes. Und das war immer so im Dezember vor Weihnachten, genau wie es der Siegfried von Fegesack dann hier eben auch beschreibt. Da hat man meistens dann geschlachtet. Ja, das ist jetzt so eine Geschichte aus dem Dorf. Und ich würde euch gerne noch eine vorlesen. Die hat jetzt einen etwas anderen Charakter. Und das ist zugleich auch eine Empfehlung an euch, wobei ich glaube, es ist schon gar keine Empfehlung mehr, dieses Buch, sondern es ist letztlich schon so bekannt, dass viele von euch es kennen, beziehungsweise ihr kennt vielleicht den Autor Josef Holub. Manche von euch waren mit ihm und uns schon im Böhmerwald. Da ist er ein unverzichtbarer Bestandteil unserer literarischen Exkursionen. Ein Mann aus Nirsko, aus Neuern, der dann eben auch wie die meisten deutschen Bewohner, deutschsprachigen Bewohner vertrieben worden ist. Und er hat diese Vertreibung, dieses Leben in Böhmen in wunderbaren Büchern dargestellt. Und die schönsten sind wahrscheinlich, ist eine Trilogie, die heißt dann eben eigentlich, das berühmteste Buch von ihm heißt Der rote Nepomuk. Es geht um eine Jungenfreundschaft zwischen einem tschechischen und einem deutschen Jungen, dem Jiří, dem Tschechischen, und dem Pepi, dem Deutschen. Und es ist leider die Zeit, in der, wie der Josef Holub schreibt, der Hitler kommt. Also diese Freundschaft zwischen den beiden Jungen hat leider wenig Chancen. Und so endet dann im Grunde auch der erste Band mit dem Zerbrechen oder mit dem beendet werden dieser Freundschaft. Der zweite Band, aus dem ich jetzt noch was vorlesen möchte, heißt Lausige Zeiten. Und da geht es dem Pepi nur wirklich nicht mehr sehr gut, denn der muss jetzt, das ist das Jahr 1940, also der Zweite Weltkrieg hat begonnen, und der Pepi ist 14 oder 15 und muss jetzt in eine Napola, also in eine nationalsozialistische Eliteschule gehen, wo er eigentlich überhaupt nicht hin will, wo er sich überhaupt nicht wohlfühlt. Außerdem ist er gerade auch so in der Pubertät und weiß mit sich eigentlich überhaupt nichts mehr anzufangen. Ist er nun schon ein junger Mann oder ist er keiner? Ist er noch ein Bub? Und das alles in diesem ziemlich krassen Umfeld dieser autoritären Napoler Schule. Und dann endlich sind Weihnachtsferien und er darf wieder für eine Woche nach Hause zu seinen Eltern ins Städtchen Nirsko Neuern. Die Eltern sind übrigens Sozialdemokraten oder waren Sozialdemokraten und müssen jetzt natürlich gut aufpassen, dass ihnen das jetzt unter der Nazi-Herrschaft nicht nur zum Verhängnis wird. Josef Holub, lausige Zeiten, Weihnachtsferien.
Der Vater wartet am Bahnhof auf mich. An derselben Stelle wie vor 4 Monaten, als ich in die Schule fuhr. Ich lade den Koffer auf den Schlitten. Der Vater sagt, größer bist worden. Und ich denke, kleiner ist er geworden, mein Vater. Hohe Schneemauern liegen auf beiden Seiten der Bahnhofsstraße und wir müssen mitten auf der Straße gehen, weil der Gehweg ein langgezogener Schneehügel ist. Ein Glück, dass es seit gestern nicht mehr geschneit hat, schnauft der Vater. Da nehme ich ihm den Schlitten ab. Unsere Gans Susanne wartet nicht am Hoftor. Ich gucke mich um. Wo bleibt sie nur? Das ist doch nicht ihre Art. Der Vater merkt es. Na, wir haben sie doch geschlachtet, sagt er. Es ist zwar nicht viel dran an ihr, aber sie ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Und in dieser elenden Kriegszeit muss man froh sein, wenn unser Eins überhaupt etwas zum Beißen hat. Die Mutter küsst mich und ich überlege, ob und wie ich diese Knutscherei abstellen kann. Natürlich will ich sie nicht vor den Kopf stoßen, aber die kindische Schmuserei gefällt mir nun gar nicht mehr. Du bist groß geworden, sagt sie, und bald guckst du auf mich herunter. Schmuck siehst du aus in der Uniform. Es ist nur schad, dass es die Uniform vom Antichrist ist. Oh, was soll ich darauf sagen? Am besten nichts. Und so esse ich 2 Teller Biberlsterz. Der ist immer noch meine Leibspeise und ich habe ihn 4 Monate lang vermisst. Er schmeckt mir wie in alten Zeiten oder noch viel besser. Wie viele Eier hat die Mutter einsparen müssen, damit ich einen richtigen, friedensmäßigen Sterz bekomme? Die Mutter schaut mich dauernd an. Fast ein wenig traurig meint sie. Ah, du bist so fremd. Freust dich nicht, dass du wieder bei uns daheim bist? Doch, doch, antworte ich schnell. Ach, wie soll ich ihr nur erklären, dass ein normaler Jungmann normalerweise keine solchen Gefühle hat, denn wenn er versehentlich doch welche bekommen sollte, dann braucht und darf sie niemand sehen. Ich bin bloß von der Reise müde, sage ich. Dann merke ich, dass auch das völlig daneben liegt, denn ein Jungmann darf von so einer läppischen Reise nicht müde werden. Aber gesagt ist gesagt, es gibt kein weiteres Gespräch mehr. Bevor ich einschlafe, höre ich noch von nebenan, mei, der Bub hat sich so verändert. Er ist gar nicht mehr wie der unsrige. Das dicke Federbett drückt mich überall. Ich schiebe es unter mich. Jetzt ist mir kalt. Ich fühle mich wohl und kann einschlafen. Da schrecke ich hoch. Die Mutter sitzt am Bettrand und streichelt mir die Wange. Sie hat die wertvolle Flasche mit dem besonders starken Schiebramweihwasser in der anderen Hand. Wahrscheinlich will sie mich mit der Unterstützung verschiedener Heiliger samt der böhmischen Madonna und der wirksamen Hilfe des kräftigen Wassers wieder zu ihrem kleinen Buben machen. Schnell drücke ich die Augen zu und schlafe meiner Mutter etwas vor. Ich bin ganz durcheinander und ich weiß nicht, ob ich mich ärgern oder freuen oder gar nichts soll. Um 6 Uhr morgens stehe ich auf, weil ich es so gewöhnt bin. Im Haus und in der Welt rundherum verschläft man noch unnütz die Zeit. Es ist jetzt der erste heilige Abend, der meine Seele nicht aufwärmt. Er war früher immer so ein aufgeregter Freudentag. Heute spüre ich nichts davon. Das übliche, bis in den Magen hinunterreichende, unerklärliche Weihnachtsgefühl, es kommt nicht. Ich steige in den Keller hinab. Dort liegt in einem Zuber die Susanne. Dürftig, mager, schamlos, nackt und zum Erbarmen leblos steckt sie zwischen Eisgrieß. Nach dem Frühstück schnalle ich die Ski an. Am Nachmittag bin ich wieder zurück. Die Mutter schüttelt den Kopf. Ach, Bub, sagt sie seufzend. Was ist nur los mit dir? Kein Mensch ist im Wald. Außer dem Kratzen und Schleifen der Ski ist nur die unverdorbene Stille um mich. Die Einsamkeit drückt wohltuend, glücklich und traurig auf mein Gemüt. 3 oder 4 Stunden lang plage ich mich zur Sandhütte hinauf und als ich von dort Stimmen durch das Fenster höre, verzichte ich auf den heißen Hagebuttentee und ich schlurfe auf Waldwegen und Wildwechseln gleich weiter in den Osserwald hinauf.
Auf einem Felsvorsprung schnaufe ich mir die Lunge zurecht. Ganz unten liegen in der späten Nachmittagssonne eng beieinander 400 kleine Kästchen. Das sind die Häuser der Stadt, meiner Stadt. Und dahinter das weite böhmische Land. Links, das ist der Silberberg. Und davor in der Ebene, da war mal das Paradies. Das Paradies vom Jirschi und von mir. Am Rande liegt Buzerit. Das ist schon über der Grenze. In dem Haus vor der Kirche wohnt der Jirschi. Bestimmt hat auch er Ferien. Und er ist daheim bei den Eltern, bei der Babitschka. Ach, Jirschi, sage ich. Und ich erschrecke, weil ich mit mir selber rede. Und unsere alte Hymne fällt mir ein. Wo ist mein Heim, mein Vaterland? Nein, das gilt nicht mehr. Mein Vaterland liegt jetzt auf der anderen Seite. Von dort weht mir ein kalter bayerischer Wind ins Genick. Ich klemme mir die Ski an die Füße und jage ohne Halt in die Stadt zurück. Am Rande der Dämmerung bin ich wieder zu Hause. Im Radio singen die Wiener Sängerknaben und über unsichtbare Himmelswellen schwirren Weihnachtsgrüße von und an Soldaten durch ganz Europa, hin und her. Die englische Stadt Manchester liegt im Zerstörungsfeuer der deutschen Bomber. In der Nacht gehen wir in die Mitternachtsmette, wie jedes Jahr. Sie ist heuer nur eine halbe Portion, eigentlich nicht einmal mehr das. Die vielen Laternen, die früher rundherum von den Dörfern und Höfen auf den Bergen und aus den Wäldern in die Kirche hinuntergekommen sind, bleiben aus. Laternen sind verboten, heißt es. Die amtliche Verdunklungszeit begann heute schon um 17.34 Uhr und sie endet morgen erst um 9.02 Uhr. Wegen der feindlichen Flieger. So ein Unsinn. Noch niemand hat bei unserem böhmischen Rand einen feindlichen Flieger gesehen. Die Kirchenfenster sind mit Packpapier verklebt, dass der Feind die vielen Kerzen nicht sehen kann. Nächstes Jahr soll die Mitternachtsmesse überhaupt verboten werden, weil die englischen Luftpiraten besonders Kinderheime und Kirchen bombardieren. Blödsinn. Aber der Ortsgruppenleiter von der Partei sagt es angeblich und er muss es schließlich wissen, weil er jeden Tag den Völkischen Beobachter liest. Seit die Lehrer nicht mehr singen und spielen, ist auch das Feierliche in der Kirche dahin. Ein Mumienchor und drei Musikanten quälen sich quer durch die weihnachtliche Mette. Nein, heuer treffe ich Gott nicht mehr in der Mitternachtsmesse. So viel jetzt vielleicht an Texten, die sich ein bisschen in diesem bayerisch-böhmerwäldischen Kosmos bewegen. Aber jetzt glaube ich, können wir mal wieder zu unserem Karel Čapek zurückkommen. Ich glaube, ich habe da, ah doch, ja, genau. Jetzt ist, jetzt sind wir mit einer weiteren Weihnachtsskizze mit Karel Čapek da. Und ich glaube, dieses Thema, das ist uns allen ganz innig bekannt. Wer beschenkt werden soll? Oh ja, auch wow. Das war so anstrengend. Wunderbar, man kann sich da inspirieren lassen. Ah. Deswegen. Wenn Weihnachten naht, ist der normale Verlauf des Familienlebens etwa der. Anfang Dezember kommen die vernünftigen Familienmitglieder, ausgenommen die Kinder, unter ganz großer Erleichterung überein, dass sie in diesem Jahr einander nicht beschenken werden. Ohnehin seien es ja nur überflüssige Dinge und der Mensch habe sowieso nicht die Zeit, um alles aufzutreiben und man brauche überhaupt nichts. Und die anderen Ausgaben wüchsen ohne einem ohnehin über den Kopf. Also was braucht man da noch Geschichten zu machen? So ist es. Man muss sich nur verständigen und die Dinge lassen sich gewaltig vereinfachen. Etwa nach 10 Tagen
Er weckt in jedem oben erwähnten Familienmitglied eine gewisse Unruhe. Ungefähr folgende Art: Ich weiß, dass wir uns keine Geschenke machen werden. Ich bin auch riesig froh, dass ich von niemandem was bekomme. Aber eine Kleinigkeit könnte ich den anderen doch schenken. Sie werden es nicht erwarten und ihre Freude wird umso größer sein. Ich habe zwar mein Ehrenwort gegeben, dass in diesem Jahr keine Bescherung sein wird, aber hol's der Kuckuck, ich kaufe sowieso nur etwas, was nicht der Rede wert ist. Die Methode, wie Geschenke ausgesucht werden, ist verschieden. Manche Menschen gehen einfach durch die Straßen und schauen in die Auslagen, bis ihnen ein Ding ins Auge sticht und sie so etwas wie eine Inspiration verspüren. Jawohl, das ist das Einzige, was ich Onkel Hugo geben möchte. Und hier diese Maniküre ist nur deshalb im Weltall aufgetaucht, damit ich sie meiner Schwester Annie schenke. Diese Sorte Mensch, die ihre Auswahl aus dem trifft, was sie erblickt, ist etwas leichtsinnig, jedoch freigebig. Der vorsichtigere Mensch trachtet im Voraus, unauffällig zu ermitteln, welches Geschenk erwünscht wäre und eine Lücke im Leben desjenigen auszufüllen vermöchte, der beschenkt werden soll. Und er besucht seine Schwester Annie und flötet, er wäre nur so für einen Moment gekommen, weil ihn sein Ge Weg gerade vorbeigeführt habe. Dabei lässt er seine Augen über alle Dinge, die da sind, schweifen, um festzustellen, ob nicht etwas fehle. Barometer, Vase, Nachttischlampe. Die Schwester Annie wird leise unruhig und beginnt zu versichern, sie habe heute nicht aufgeräumt, weil sie mit diesen Feiertagen so viel Arbeit habe. Oder der vorsichtige Geber verstrickt Onkel Hugo in ein Gespräch, um herauszukriegen, wie seine Wünsche seien. Endlich erfährt er, Onkel Hugo besäße am liebsten einen Donner, um mit ihm ins Steueramt oder in sonst was hineinpfeffern zu können. Die methodischsten endlich, zu denen ich auch mich bekenne, nehmen ein Papier zur Hand und machen ein Verzeichnis aller Familienmitglieder und notieren, was jedem gespendet werden soll. So ein Verzeichnis sieht etwa so aus: Manja, Annie, Toni, Onkel Hugo, Wein, Georg, Boschenka, Großvater, Tabak, Franzi, Frau Hedwig, Schwager Josef, Andula. Und nun sind der methodische Geber, was für jeden geeignet wäre, erinnert sich an alle Möglichkeiten, an alle möglichen Gegenstände, die überhaupt in der Welt vorkommen. Und den ganzen Tag brummt er vor sich hin. Also, das wären eine Krawatte, Strümpfe, ein Bild, ein Thermometer, ein Taschenmesser, ein Nähzeug, Krawatte, Taschenmesser, Thermometer, Krawatte. Zum Teufel und nichts weiter. Und eine Handtasche. Dann ein Taschenmesser und ein Thermometer, Krawatte und Handtasche. Immer mehr bemächtigte sich seiner das Gefühl, auf dem Erdball seien überhaupt nicht genügend Dinge vorhanden, die man geben könnte. In den Zeitungsinseraten erfährt er, das passendste Weihnachtsgeschenk sind Vorhänge. Aber die kann er doch nicht schenken. Oder kauft euren Lieben zum Christkind wertvolle Bücher. Aber weiß denn der Mensch, was für wertvolle Bücher dieser verflixte Toni schon hat? Der Mensch strengt mit alledem seinen Kopf an und zum Schluss wird er etwas spendieren, was dem anderen nur im Wege steht. Und er selbst wird lauter überflüssige Dinge bekommen und wird vorgeben, er habe eine riesige Freude. Und fürs nächste Jahr müssen wir uns wirklich versprechen, aber wirklich einander nicht beschenken zu wollen. Anmerkung für die Setzerei: Manuskript aufbewahren. Und nächstes Jahr wieder drucken.
kann mir vorstellen, Geschenke ist ein fröhlich leidiges Thema bei uns allen. Ja, und vielleicht muss es so sein. Was wäre Weihnachten ohne Rituale, ohne die ewig gleichen Wiederholungen des Gleichen? Da auch jeder hat sein Lieblingsessen am Abend dann. Also bei mir sind Würstel und Kartoffelsalat, wehe, es gibt es das nicht da auch. Und das hat also bis vor wenigen Jahren so angedauert. Und jetzt bin ich doch umgestiegen, am Anfang gezwungenermaßen, inzwischen aber durchaus mit Begeisterung auf Karpfen mit Kartoffelsalat. Weil wenn man mit einem Menschen aus Tschechien verbunden ist, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass die ganze Geschichte dann über den Karpfen läuft und nicht mehr über die Würstel. Kann aber auch ein bisschen anders sein. Bist du Ja. ein bekennender Karpfist jetzt, ja? Bitte was, bin ich? Bist du ein bekennender Karpfist? Ja, wenn er auf eine bestimmte Art und Weise gemacht wird, also gebacken, paniert, dann ja, dann bin ich inzwischen ein bekennender Karpfist geworden da. Er sollte nicht blau sein oder solche Dinge, das ist dann eher nichts. Ja, da darf ich euch gleich noch was zeigen. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Bisschen. Schlecht. Ah, nee, geht nicht so besonders gut. Also, oder vielleicht ist bei dem ist ein bisschen besser, ja. Also hier in der Mitte sieht man also dieses grüne Symbol, um das sich, ihr seht schon, die ganze böhmisch-mährische Weihnacht dreht. Jetzt, glaube ich, ist ein bisschen besser zu sehen, nämlich der Karpfen, der Kapra. Das Ganze ist jetzt übrigens, das kann man hier auch sehen, es ist bloß immer spiegelverkehrt, Brünjenske Vanoce, Brünner Weihnacht. Und hier habe ich das Gleiche nochmal dann eben auch auf Deutsch, da kann man es so nochmal lesen, also Brünner Weihnachten. Und das halte ich auch deswegen mit Stolz und Begeisterung hin, weil ich bin gerade im Moment in der europäischen Hauptstadt der Weihnachten. Brünn ist vor wenigen Wochen gekürt worden von einem ebenso undurchschaubaren Komitee, wie es das Olympiakomitee ist, zur Weihnachts europäischen Hauptstadt für Weihnachten. Also wir Brünner waren ziemlich überrascht, das zu erfahren. Das geht, sowas geht an uns eigentlich vorbei. Aber wir wissen natürlich, wir haben es verdient. Brünn ist wirklich an Weihnachten eine zauberhafte Stadt. Das ist mindestens so schön wie Prag, nur hier sind nur die Brünner und nicht die halbe Welt dann eben wie eben in Prag. Ja, und das hat uns auch bewogen, dass wir überlegen, Katka weiß noch gar nichts von ihrem Glück, dass wir nächstes Jahr vielleicht eine Adventsreise nach Brünn planen. Mal schauen, ob da was draus wird, weil da gibt es immer sehr schöne Sachen in Brünn, die eben nicht jetzt von Hunderttausenden Touristen überlaufen sind, sondern die Brünner gestatten sich einfach, ihre eigene Weihnachten zu feiern. Ja, und ich habe schon gesagt, dazu gehören natürlich auch die Karpfen. Und das war jetzt, finde ich, eine geniale Überleitung zum nächsten Text, zu einem Brünner Autor, dem Jiří Kratochvíl. Man nennt ihn auch ein bisschen den Franz Kafka von Brünn. Also er ist um einiges jünger. Jetzt glaube ich, ist er so um 70 oder 80. Großartiger Erzähler, der immer oft leicht so surreale Einflechtungen macht. Hier aber jetzt nicht. Hier geht es einfach nur um das zentrale Symbol der böhmisch-mährischen Weihnacht, um den Karpfen. Jiří Kratochvíl, Karpfen. Also man könnte ja meinen, über Weihnachtskarpfen sei schon alles gesagt und geschrieben worden. Und es gebe dem nichts mehr hinzuzufügen. In Wirklichkeit ist es mit ihnen wie mit mystischen Erlebnissen. Es gibt ganze theologische Bibliotheken und jeder von uns hat sich schon eine Unzahl von Rednern angehört, die es verstehen, stundenlang über Mystik zu predigen. Doch das Einzige, was gilt, ist unsere eigene Erfahrung mit Gott oder mit dem Weihnachtskarpfen. Als wir noch in der Behonska-Ulice wohnten, wurden immer eine Woche vor dem Heiligen Abend zwei große Karpfen gekauft. Die ganze Woche konnte dann zu Hause niemand baden, dafür knieten wir schmutzig und grindig, aber andächtig vor der Wanne. Für diese Woche waren die Karpfen geschützte Wesen mit allen Rechten und Privilegien von Haustieren, allerdings mit einer besonderen Einschränkung, die uns untersagte, den Karpfen einen Namen zu geben oder sie mit Namen anzusprechen.
Das hätte es nämlich unmöglich gemacht, sie am Ende der Woche blutig zu massakrieren. Großvater massakrierte die Karpfen nicht nur, er besorgte auch den Einkauf und brachte sie nach Hause. Und zwar vom Krautmarkt, was zu uns in der Behonska in der Tat keine weite Wanderung war, aber dennoch rüstete er sich für den Transport immer sorgfältig. Die große alte Lederaktentasche diente das ganze Jahr über zu nichts anderem und hatte ihren Ehrenplatz in einem Kellerregal. In diese Aktentasche packte Großvater nasse Fetzen und Zeitungspapier, die er dann die Karpfen einwickelte. Weiters aber nahm er noch ein Stück Brotkrume und einen Flachmann mit Rum mit. Bevor er die Karpfen in die nassen Fetzen einwickelte, steckte er jedem einen Schnuller in das Maul. Ja, wir verstehen uns richtig, ein Stückchen Brot, das er zuerst in den Rum tauchte. Das Rumbrotstückchen war dann so groß, dass es die Karpfen nicht schlucken konnten und nur die Rumdämpfe inhalierten, bis sie dann gleich darauf im Limbus landeten. Es stellt sich natürlich die Frage, warum Großvater dem Karpfentransport so viel Sorgfalt angedeihen ließ, wenn es vom Krautmarkt in die Behonska eine knappe Viertelstunde war. Aus einem einzigen Grunde. Manchmal kam es nämlich vor, dass Großvater auf dem Krautmarkt einen Freund aus früheren Zeiten traf und dann im Wissen, dass für seine Karpfen bestens gesorgt ist, mit der Aktentasche unter dem Arm im Brünn herumstrawanzte und sogar in einem Gasthaus einkehren konnte. Ich stelle mir vor, dass er dann mit dem betreffenden Kumpel in irgendeiner Kneipe saß, die Aktentasche mit den Karpfen an ein Stuhlbein gelehnt. Und während die am Stuhlbein schon im Limbus waren, arbeiteten die oben noch tatkräftig daran, sich in denselbigen zu befördern. Damals kam es ausnahmsweise auch vor, dass Großvater erst recht spät am Abend nach Hause kam, aber nie ohne die Karpfen. Nicht, dass er sie bei seinen Streifzügen durch Brünn jemals irgendwo vergessen hätte. Was habt ihr denn Schönes in den Weihnachtsferien erlebt? Fragt uns die Frau Lehrerin in der 2. Klasse Volksschule. Ich zeige gleich auf und sage, eine Karpfenhochzeit. Großvater hatte nämlich damals einen Karpfen und eine Kärpfin mitgebracht, so dass wir bei uns sie in der Badewanne verheiraten konnten. Dann stellte ich mir den Wecker und in der tiefschwarzen Dunkelheit konnte ich an ihrer Hochzeitsnacht teilhaben. Ich leuchtete mit einer Taschenlampe in die Wanne und sah, wie der Karpfen der Kärpfin Junge machte. Oder sagt man, die Kärpfin befischte? Gratoch will halt freundlicherweise den Mund oder ich fisch dir auch gleich eine, sagt die Frau Lehrerin. Und so erfahre ich schon in jungen Jahren, dass nicht immer alle meine Botschaften an die Welt freundlich und mit Interesse aufgenommen werden. Ja, so viel zu den Karpfen. Es ist eine ganz spannende Geschichte. Das ist jetzt nicht nur in Brünn so, sondern eigentlich wahrscheinlich in allen tschechischen Städten, dass so 2 Wochen vor Weihnachten überall riesige Bottiche auftauchen, in denen die Fische rumschwimmen. Und dann kommen die Bewohner der Städte und holen sich dann da ihre Karpfen. Und man kann sie sich dort gleich umbringen lassen. Oder aber der wackere Mann, der macht es dann selber und haut denen dann zu Hause eins über den Schädel. Und dann wird er eben je nach Familiensitte gebacken, gebraten, gekocht oder sonst was da. Übrigens ist das auch etwas, ich habe Blanka geraten, die Stadt Brünn möge doch, wenn sie schon die Weihnachtshauptstadt ist, also auch mit dieser Tradition ein bisschen prunken. Und dann meinte sie, ich glaube, das können wir aber nicht. Dann, also die Tierquälvereine, Tierschutzvereine, nicht Tierquälvereine, die sind vielleicht gegen so etwas dann auch. Und jetzt war gerade eine gute Freundin da und die hat erzählt, dass das, was ich jetzt hier gerade vorgelesen habe, also dieses den Karpfen stundenlang durch die Gegend schleppen,
durchaus auch der Brauch sein kann. Also in der Plastiktüte wird der Karpfen dann im Wasser so ein bisschen eingelegt und dann geht man eben rum und trinkt noch Schnaps und macht das und jenes und dann irgendwann ist das Vieh schon halb tot, bevor es dann überhaupt in der Badewanne landet. Ja, also da gibt es dann auch so ein paar Verfahrensweisen, die vielleicht nicht ganz so toll sind. Aber ich finde den Großvater da mit seiner Rumpkeule eigentlich dann auch sehr, sehr menschlich. Ja, so viel jetzt erstmal zu Brünn. Wir kommen gleich dann wieder auf diese wunderbare Stadt, um ihre Dichter zu sprechen. Ich komme wieder mit Karel Čapek. Jetzt mache ich einen kleinen Schlenker zu einem anderen Buch von ihm. Ich weiß, viele von unseren Reisegästen sind in der Zeit, wo sie nicht reisen, leidenschaftliche Gärtner. Und für solche Menschen hat Karel Čapek ein ganz tolles Buch geschrieben. Das heißt Das Jahr des Gärtners. Und er hat das Buch auch selber wunderbar illustriert. Und genauso wie bei dem Kalender vorher, Muss ich bitte? leider noch ganz kurz eingreifen, liebe Kafka. Nicht er hat es illustriert, sondern der Bruder, der Josef. Der Bruder Josef. Okay, Entschuldigung. Nicht, dass das so stehen bleibt. Der Gerhard ist schon ganz zusammengezuckt da Ja, unten. Ich alles gut. habe gesehen, wie er gewackelt hat. Er wandert durch das ganze Jahr mit dem Gärtner und ich denke, wir lesen, was ein wahrer Gärtner im Dezember macht. Der Gärtner im Dezember. Nun ist alles getan. Bis jetzt hat der Gärtner gegraben und geharkt, gelockert und gedüngt, den Boden mit Kalk, Torf, Asche und Ruß durchmischt. Er hat beschnitten und gesät, umgesetzt und ausgepflanzt, Zwiebeln gesteckt, Knollen herausgeholt, gesprengt und gegossen, gemäht und gejätet, die Erde gehäufelt und die Blumen mit Reisig bedeckt. Das alles hat der Gärtner vom Februar bis zum Dezember vollbracht. Und jetzt, wo der Schnee im Garten liegt, erinnert er sich plötzlich, dass er eines ganz vergessen hat, nämlich seinen Garten richtig anzusehen. Glaubt es nur, dazu hatte er nie Zeit. Als er im Sommer den blühenden Enzian bewundern wollte, musste er unterwegs erst den Rasen vom Unkraut säubern. Als er sich an der Schönheit des erblühten Rittensporns ergötzen wollte, musste er die Stiele festbinden. Und als die Asten in voller Blüte standen, lief er mit der Gießkanne herum. Und wie der Phlox blühte, zog er die Quecken heraus, während der Rosenblüte versuchte er, die wilden Triebe abzuschneiden oder den Mehltau zu entfernen. Als die Chrysanthemen blühten, stürzte er mit dem Spaten auf sie los und lockerte das Erdreich ringsherum. Was wollt ihr also? Stets gab es zu tun. Soll man denn die Hände in die Hosentasche vergraben und im Garten Maulaffen feil halten? Nun ist ja, Gott sei Dank, alles geschafft. Es gäbe zwar noch mancherlei zu tun. Dort hinten ist der Boden steinhart und die Sentaurer wollte man eigentlich auch noch umsetzen. Aber man lässt alles ruhen, es fällt bereits Schnee. Nun, du Gärtner, willst du dir nicht wenigstens jetzt deinen Garten mal ansehen? Das Schwarze, was hier aus dem Schnee herausragt, ist Rote Viscaria, dieser vertrocknete Stängel, die blaue Akelei. Dieses Büschel brauner Blätter, die Astilbe. Da, schau, der Besen soll die Aster Ercoidei sein und das hier, es sieht nach gar nichts aus. Das ist orangefarbene Trollblume. Der kleine Schneehügel birgt den Dianthus, natürlich Dianthus. Und der Stängel dort dürfte eine rötliche Schafgarbe sein. Ist das eine Hundekälte? Nicht einmal im Winter kann man sich seines Gartens erfreuen. Auch recht, dann heizt tüchtig ein. Lassen wir den Gärtner den Garten unter der Schneedecke ruhen. Und schließlich ist es gut, einmal auch an andere Dinge zu denken. Der Tisch.
liegt voll Bücher, die gelesen werden wollen. Fangen wir also damit an? Doch nein, es gibt noch so vieles und so viel andere Pläne und Sorgen. Beginnen wir mit Ihnen. Der Garten im Dezember enthält hauptsächlich eine ganze Menge Kataloge. Der Gärtner selbst überwintert in einem geheizten, verglasten Raum und bis zum Hals nicht mit Dünger und Reisig, sondern mit Preislisten, Prospekten, Büchern und Broschüren zugedeckt, aus denen er Folgendes entnimmt: Dass die wertvollsten, dankbarsten und unentbehrlichsten Pflanzen diejenigen sind, die er noch nicht besitzt. Dass alles, was er in seinem Garten hat, etwas empfindlich ist und gern erfriert und dass er eine Blume gepflanzt hat, die Feuchtigkeit braucht und daneben gleich eine andere, die vor Feuchtigkeit geschützt werden muss. Und noch eine andere, die dem Sonnenlicht ausgesetzt war, dabei vollen Schatten verlangt und umgekehrt. Und drittens, dass es mehr als 370 Blumenarten gibt, die größere Aufmerksamkeit verdienen und in keinem Garten fehlen sollten oder die zumindest eine ganz besondere Art darstellen, die alle bisherigen Arten übertrifft. Diese Feststellung stimmt den Gärtner im Dezember missmutig. Einerseits befürchtet er, dass im Frühjahr infolge Frostgefahr oder Brand, Feuchtigkeit oder Trockenheit, Sonne oder mangelnder Sonne nicht eine einzige von seinen Blumen treiben werde, weshalb er schon zu grübeln beginnt, womit er diese Lücken ausfüllen könnte. Andererseits sagt er sich, wenn in seinem Garten auch nur der kleinste Teil eingehen sollte, er nichts von den wertvollen, dankbaren, unübertrefflichen Pflanzen haben würde, von deren Dasein er soeben aus den 60 Katalogen erfahren hat. Auch das ist eine unerträgliche Lücke, die auf irgendeine Weise ausgefüllt werden muss. Und da hört der Gärtner im Winter einfach auf, sich um das, was in seinem Garten ist, zu kümmern, gefesselt von den Dingen, die er noch nicht besitzt, was bei weiterem mehr ist. Er stürzt sich auf die Kataloge und merkt darin vor, was er bestellen muss, was ihm um keinen Preis fehlen darf. Mit Feuereifer sucht er sich 490 perennierende Pflanzen aus, die er unbedingt bestellen möchte. Und als er schließlich überrechnet, ist er ein wenig ernüchtert und beginnt blutenden Herzens diejenigen zu streichen, denen er für diesmal entsagen wird. Das wiederholt er noch fünfmal, bis ihm etwa 120 der allerschönsten, allerdankbarsten und unentbehrlichsten Stauden übrig bleiben, die er von inniger Freude beflügelt sofort bestellt. Senden Sie mir Anfang März, bitte. Mein Gott, wenn nur schon März wäre, denkt er in fiebernden Ungeduld. Nun, er war mit Blindheit geschlagen. Im März stellt er nämlich fest, dass in seinem Garten kaum 2 bis 3 Plätze frei sind, wo man etwas einsetzen könnte, und das noch dazu beim Gartenzaun hinter den japanischen Quitten. Sobald der Gärtner diese Haupt- und offenbar ziemlich übereilte Winterarbeit erledigt hat, fängt er an, sich fürchterlich zu langweilen. Weil es heißt, im März beginnt, so zählt er die Tage bis zum März. Und da ihrer aber zu viele sind, rechnet er 15 ab, da es manchmal auch schon im Februar beginnt. Da hilft nichts als Abwarten. Nun stürzt sich der Gärtnermensch auf etwas anderes, sagen wir, auf das Sofa oder Ruhebett und bemüht sich eifrig, es im Winterschlaf der Natur gleichzutun. Schon nach einer halben Stunde springt er von einem neuen Gedanken beseelt aus seiner waagerechten Lage in die Höhe. Blumentöpfe. Man kann doch Blumen in Töpfe pflanzen.
Und plötzlich steht vor seinem geistigen Auge ein Dickicht von Palmen und Platanien, Dracaenen und Tradescantien, Asparagus, Clivia, Aspidistren, Mimosen und Begonien in ihrer ganzen tropischen Pracht. Dazwischen blühen übereilige Primeln und Hyazinthen oder Alpenveilchen. Aus dem Vorzimmer entsteht ein Äquatordschungel. Im Treppenhaus hängen Ranken herab. In die Fenster kommen Blumentöpfe, deren Inhalt wie verrückt blühen wird. Der Gärtnermensch schaut um sich und gewahrt plötzlich nicht mehr den Raum, den er bewohnt, sondern einen paradiesischen Urwald, den er hier hervorzaubern möchte. Und er rast um die Ecke zur Gärtnerei, um beide Arme voll Pflanzenschätze heimzuschaffen. Und wie er zu Hause ankommt, bemerkt er, dass die Töpfe nebeneinander gestellt nicht einem Urwald, sondern einem Töpferladen ähneln, dass er sie nicht an die Fenster stellen darf, weil, wie die Frau des Hauses immer wieder behauptet, Fenster zum Lüften da seien. Dass er auch nichts im Treppenhaus aufstellen kann, weil man angeblich Wasser verspritze und sonst noch Schweinerei mache. Und dass er den Vorraum nicht in einen tropischen Urwald verwandeln könne, weil die Frauenzimmer trotz eindringlichen Bitten und Fluchen es sich nicht nehmen lassen, die Fenster bei Frost zu öffnen. So schleppt nun der Gärtnermensch seine Schätze hinunter in den Keller, wo sie, und damit tröstet er sich wenigstens, nicht zu erfrieren brauchen. Und bis er im Frühjahr den feuchten Erdboden umgraben wird, hat er todsicher die Blumentöpfe vergessen. Diese Erfahrung hindert ihn keineswegs, im nächsten Dezember wieder zu versuchen, sein Haus mit neuen Blumentöpfen in einen Wintergarten zu verwandeln. Und daraus ersät ihr das ewige Leben der Natur. Ja, ich weiß nicht, wie viele von uns sich jetzt so ein bisschen getroffen fühlen oder erkannt fühlen, Gottfried, gell? Ja. ich habe immer gewusst, Gärtner sind irgendwie wahnsinnig, ganz, ganz klar. Ja, vom Gärtnern, vom Prager Čapek wieder zurück nach Brünn. Und jetzt möchte ich euch noch, weil wir so langsam zum Ende kommen, so die letzten drei, vier Texte, möchte ich euch einen kleinen Exkurs aus unserer eigenen Familiengeschichte oder jetzt der tschechischen Familie anbieten. Ein kleines Wintererlebnis, das wir inzwischen, naja, beinahe 8 oder 9 Jahren gehabt haben. Und da kommt jetzt zum ersten Mal auch ein großer Brünner Dichter vor. Er heißt Jan Skatzel. Viele, die mit mir schon mitgefahren sind, wurden schon mit ihm behelligt und seine Gedichte wurden ja gelesen. Und mein ganzes Sinnen und Trachten ist, die ganze Welt eigentlich mit Jan Skatzel bekannt zu machen. Und so habe ich es dann auch mit meinem kleinen Neffen Vitecek gemacht. Schnee aufs Skatzels Braun. Es ist interessant und lehrreich, mit 1,5-jährigen Buben spazieren zu gehen. Die jeweiligen Eltern mögen das anders sehen, aber ich bin fasziniert von der staunenden Inbrunst, mit der so ein Kleinkind die Welt entdeckt. Und weil es noch nicht richtig sprechen kann, stellt es auch nicht dauernd diese nervenden Warum-Fragen wie die Dreijährigen. Und es gibt auch keine 9-mal klugen Kommentare ab wie die 5-Jährigen. Es blubbert, es quietscht und gurgelt einfach irgendwelche Laute oder Worte und man kann darauf reagieren oder nicht. Ein 1,5-Jähriger ist der anregendste Begleiter, den sich ein intelligenter und aufgeschlossener Mensch wünschen kann. Der Bub, der mir das klar machte, heißt Vitecek, also eigentlich Viet, weit. Aber so kolossal nennt man so einen Erdenfloh in Tschechien nicht. Hier wird alles verkleinert,
Erst recht, das Kleine. Vitek, also klein, Vit, Vitecek, klein, klein, Vit. Und manchmal nennen sie ihn sogar den kleinen Vitecek. Kein Wunder, dass er sich oft ziemlich aufführt, um überhaupt wahrgenommen zu werden bei all diesen Verkleinerungen. Vitecek lebt also in Brünn, der Stadt des großen Dichters Jan Skatzel. Ich machte ihn auf diese Tatsache aufmerksam, aber es schien ihn nicht sonderlich zu beeindrucken. Und weil Winter war, interessierten ihn mehr die zahlreichen Möglichkeiten des Ausrutschens und Hinfallens. Wir, also seine Tante Blanka und ich, machten nämlich einen Winterspaziergang mit ihm. Das heißt, wir umkreisten im Schneckentempo eine Art Großinnenhof mit Mülltonnen, glitschigen Treppenstufen, fetten Tauben und dreckigen Autos, wofür wir insgesamt 2 Stunden brauchten. Dabei fiel mir auf, dass der Knabe zielstrebig die schmutzigsten Ecken aufsuchte und die schönen weiß verschneiten Flächen, auf die ihn Blanka zu locken versuchte, konsequent mied. So war er mir sympathisch. Manchmal bewarf ich ihn mit Schneebällen, weil man das so macht und er lernen muss, was auszuhalten. Vitecek hielt es aus, lachte sich schief und fand das Leben ausschließlich für ihn gemacht. Und weil er ein schlaues Kerlchen ist, verwunderte es ihn aber dann doch, dass in diesem großartigen Leben nicht alles ideal war für einen 1,5-Jährigen. Die Treppenstufen waren zu hoch zum Hinaufsteigen, die Autos zu schwer, um sie wegzuschieben, die Tauben zu schnell, um sie zu kriegen, und Blankas Hand, die ihn energisch vor dem Überfahrenwerden bewahrte, war eine teuflische Einrichtung. Meist steckte er diese störenden Widersprüche der Welt in philosophischer Haltung weg. Uns aber war bewusst, dass sie jederzeit in lodernde Empörung umschlagen konnte. Es ist ein Gefühl, als hätte man eine ungesicherte Handgranate in der Tasche. Und so war auch jetzt gerade seine Stimmung dabei, von Lebensbejahung in Empörung überzugehen, weil wir uns nicht lange genug der Betrachtung einer verschneiten und überaus schmutzigen Mülltonne gewidmet hatten, als wir zufällig an Jans Katzels ehemaligem Wohnhaus vorbeikamen. Es ist ein langweiliges, vierstöckiges Mietshaus, dass sich in nichts von den Nachbarhäusern unterscheidet. Kein Wunder, dass der große Dichter seine Inspirationen in Kneipen und Weinstuben holen musste. Immerhin hat man zur Erinnerung an den größten Poeten Brünns am Eingang sein traurig zerfurchtes Metallgesicht angebracht. Der Schnee hatte sich auf den dichten Augenbrauen des Poeten niedergelassen und färbte sie nun weiß. Das musste ich Vitecek natürlich zeigen. Und so hob ich ihn empor, damit er Skatzel ins Gesicht sehen könne. Leicht besorgt, was der Bub von dieser meiner Eigenmächtigkeit halten würde. Ob die Handgranate losgehen würde? Doch, er war ganz still. Lange blickten die beiden sich an, als würden sie sich seit Jahren kennen. Dann hob Vitecek die Hand und begann ganz zart, Skatzels Augenbrauen vom Schnee zu befreien. Mutig geworden versuchte ich nun, Vitecek den Hausflur zu zeigen, durch den der große Mann täglich auf die Straße gegangen war. Sowas ist nicht nur pietätvoll, sondern auch lehrreich. Ich bot dem Buben die Hand, er hielt sich fest, und so überwanden wir gemeinsam in einer Art Stolper-Hebeaktion die eine Treppenstufe, die uns von der Eingangstür trennte. Ich drückte auf die Klinke und wie sich das für eine brave tschechische Haustür gehört, war sie verschlossen. Ich gab ihr einen verärgerten Stoß und war nun wie vorher Vitecek bereit, die Welt mangelhaft zu finden. Er dagegen hatte mit einem Mal ein herrliches Spiel entdeckt. Am seitlichen Ende der Stufe führte eine Minirampe auf den Gehsteig zurück und die konnte er nun quietschend hinunterlaufen, direkt in die Arme seiner Tante Blanka. Dann schnappte er sich meine Hand und zog sich an ihr ächzend auf die Stufe, schlug mit seiner Spatzenfaust gegen Skatzels Tür und stolperte wieder jubelnd die Rampe hinab. Und das betrieb er mit der kindereigenen Ausführlichkeit und er lernte dabei genau das, was uns bestimmte Theologen
Moralphilosophen und Pädagogen seit Jahrhunderten beibringen möchten. Hinaufkommen ist anstrengend und nur mit professioneller Hilfe möglich. Und wenn man Pech hat, ist die Tür nach der Anstrengung auch noch verschlossen. Hinunter geht's viel schneller und leichter, macht auch meistens mehr Spaß. Glücklicherweise gehört Vitecek zu jenen Kindern, die nicht alles tausendmal wiederholen müssen. Er weiß schon, dass die Welt mehr zu bieten hat und denkt sich öfters was Neues aus. Nach dem 24. Treppenrampenrundlauf mit obligatorischem Türklopfer hatte er also genug und wir konnten weiter. Allerdings nur bis zur nächsten Tür. Dann blubberte er und verkündete uns so, dass er hier das Spiel wiederholen wolle. Wir taten, als hätten wir nichts gehört und gingen eilig weiter bis zur nächsten Tür. Dann, sprach Vitecek nun schon ziemlich deutlich, wir erklärten die Tür für unwürdig und gingen eilig weiter. Vier Türen brachten wir so hinter uns, als uns eine wachsende Unmutsfalte auf Viteceks Stirn eine längere Erklärung für angebracht erscheinen ließ. Es sei, so erläuterten wir, ihm kleinen Buben nur an der Tür von Dichtern gestattet, gegen sie zu trommeln. Denn Dichter seien selber sowas wie kleine Buben, jubeln und grollen und die Welt viel intensiver betrachten als wir normalen Menschen. Vitecek zog die Stirn kraus und blubberte irgendwas, was sich notfalls als wohlwollende Zustimmung deuten ließ. Jedenfalls ließ er die nächsten Türen in Ruhe. Und dann waren wir, Gott sei Dank, bei seiner Wohnung und seine glücklichen Eltern konnten das aufgeweckte Kind wieder in Empfang nehmen. Am nächsten Tag rief uns die Mutter von Vitecek an. Sie sei doch erstaunt, dass ihr Bub seit dem Spaziergang gestern dauernd gegen die Wohnungstür schlage und Katzel rufe. Ja, das ist so meine Mission, Jan Skatzel in der Welt bekannt zu machen, möglichst also auch schon der jungen Generation. Und gleichzeitig lernt man also auch von dieser jungen Generation dann so einiges. Ja, und weil natürlich ich euch auch noch mit Skatzel selber bekannt machen möchte, die die noch nicht kennen, wenn wir jetzt ihn schon so in unserem Spaziergang verwoben haben, jetzt noch eine sogenannte kurze Rezension von ihm. Skatzel war sozusagen eine wirklich gewichtige Brünner Erscheinung in den 60er, 70er Jahren oder 50er, 60er Jahren bis zum Einmarsch der Sowjetarmee. Dann wurde er auch in seinem Beruf als Radiojournalist, Radioredakteur eigentlich abgesetzt und schrieb nur noch für die Schublade. Aber solange er schreiben konnte, hatte er eine Kolumne, ähnlich vielleicht wie das sogenannte Streiflicht in der Süddeutschen Zeitung, sogenannten Rezensionen, die er im Hostodomo, der größten Literaturzeitschrift des Landes, immer am Rande hatte. Und es gibt sozusagen so das Gerücht, dass viele Leute diese Zeitschrift nur bezogen haben, um sich mit den, von den Rezensionen von Jan Skatzel zu erfreuen. Eine dieser Rezensionen beschäftigt sich jetzt eben auch mit dem, was uns jetzt bald droht, nämlich mit dem Christkind. Jan Skatzel, eine Harfe im Schnee. Vor einigen Tagen setzte ich einen Brief fürs Christkind auf. Vielleicht war er auch für Väterchen Frost, ich weiß nicht. Dem Buben war es egal. Dem Buben kam es nicht auf den Adressaten an, sondern er hing an der Bestellung. Der Brief hatte rein kommerziellen Charakter. Ich bestellte per Haus eine kleine Geige und eine Trommel, einen Autobus, eine Kasperlpuppe und auch einen Vorhang. Als Gegenwert bot ich im Namen meines Klienten saubere Ohren an und dass er das ganze Jahr lang brav sein werde und das ist eine lange Zeit und dass er jeden Abend Lebertran trinken wird. Ich schrieb diesen Brief nieder und erinnerte mich an alle meine Weihnachtswünsche, die ich je gehabt hatte. Und es war mir traurig zumute.
Ich lebte damals ungefähr 3 Jahre auf der Welt und ich wünschte mir zu Weihnachten eine Harfe. Das Interessante an diesem Wunsch war, dass ich nicht deswegen eine Harfe wollte, um sie zu tupfen und dazu zu trällern wie König David, sondern damit die Harfe schliefe. Ich hörte damals nämlich oft ein Weihnachtslied und diesem Weihnachtslied wurde gesungen: Mein Schwan und meine Laute, du meine Nachtigall, o schlummere, du holde Harfe, du Söhnchen mein. Statt der Harfe bekam ich Schuhe, eigentlich Stiefel. Und dann war ich einmal auch 6 Jahre alt, es schneite, und ich wünschte mir einen goldenen Feuerwehrhelm. Ich bekam einen Muff. Mit 8 Jahren wird aus einem Kind ein Mann, und ich benötigte verzweifelt ein Maschinengewehr. Als Zehnjährigen bescherte man mir unter dem Christbaum statt der gesammelten Werke von Karl May die Märchen von Karl Jaromir Erben. Ich besitze sie bis auf den heutigen Tag. Gelesen habe ich sie zum ersten Mal, als ich vom Militärdienst heimkehrte. Im Alter von 12 Jahren wünschte ich mir die schönste Frau auf der Welt. Ich wusste, wo sie wohnte. Sie wussten es nicht und bescherten mir einen gestreiften Pyjama. Nun, seit dieser Zeit hat sich alles geändert, auch die Bäume, die Wolken und die Amseln. Ich wurde vernünftig oder vielleicht dumm, begann mir stets bescheidenere Dinge zu wünschen und ich wurde gewöhnlich im Großen und Ganzen nicht enttäuscht. Irgendwo in einem Tischchen habe ich ein Zigarettenetui, ich besitze ein Dutzend Krawatten, ein paar lange Unterhosen, die ich nie getragen habe, sogar auch einen linken Lederhandschuh. Allerdings hat Weihnachten für mich seit den schicksalhaften Weihnachten, als meine Träume so vernünftig zu werden begannen, dass sie realisierbar wurden, seinen Zauber verloren. Daher wuchs, als ich neulich für den Buben den kommerziellen Weihnachtsbrief aufsetzte, in meiner Seele eine Wehmut, aufrecht wie eine Zypresse. Eine Harfe wünsche ich mir, eine Harfe. Beschert mir heuer bitte eine Harfe unter den Christbaum, am besten eine goldene. Die Saiten können auch aus Silber sein. Ihr schuldet mir eine Harfe, so eine, die schlafen würde. Ja. Ich liebe diese Texte von ihm. Wahrscheinlich merkt man auch, dass mein eigener Text über Witecek und Skatzel mehr oder weniger im Stile von Skatzel geschrieben wurden, soweit es mir überhaupt möglich ist, diesen federleichten Stil nachzuahmen. Es sind wunderbare kleine, also poetische Texte, fast schon Gedichte, diese berühmten Rezensionen. Also kann ich nur sehr empfehlen. Gibt es auch in Buchform eben übersetzt von einer österreichischen Slawistin, der Gustav Rottmeier. Und das ist also schon auch was sehr Hübsches. Aber jetzt, glaube ich, gebe ich nochmal an Katka zurück. Ich weiß nicht, ob sie es nochmal mit den Wünschen hat. Wir hatten jetzt ja schon einiges übers Wünschen, über Briefe ans Christkind und Ähnliches. Mal sehen, was jetzt noch kommt. Und dann werde ich, glaube ich, unsere Lesung mit einem Gedicht von Jans Katzel abschließen. Jetzt habe ich, also mit Schenken und Beschenken, es gäbe hier noch mehrere Texte, aber ich habe jetzt einen Das so reicht auch schon. hoffnungsstiftenden Text mir noch zum Ende ausgesucht. Das heißt, das Gerzlein. Wenigstens einmal im Jahre sei nicht vergessen, dem lieben Herrgott eine Spalte in der Zeitung anzuzünden. Nun denn, Ehre sei Gott in der Höhe. Obwohl er überall ist, ist er in der Höhe doch mehr allein und mehr daheim. Überzeugt euch davon. Steigt einmal in die Höhe und ihr werdet ihn treffen. Auf der Höhe der Schönheit, auf der Höhe der Liebe, auf der Höhe der Erkenntnis und ich weiß nicht, auf welcher noch. Und wenn ihr sie erklommen habt, werdet ihr Wonne und Schaudern, unaussprechliche Freude und furchtbares Frösteln empfinden,
Und das ist er selbst. Doch wer nie auf die Höhen gestiegen ist, der traf ihn nicht und weiß nichts von ihm und seinem Ruhm. Er selbst aber duftet nach Quendel und hat Sterne in seinem Haar, Vögel an den Schultern, im Schoß eine Grille und unter seinen Füßen fließen Ströme und Bächlein. Vielleicht hat er auch eine Harfe, Arthur. Das wissen wir nicht. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Denn nichts ist süßer als Friede. Friede den Menschen auf Erden. Ehre gebührt dem Herrgott und der Friede dem Menschen. Erstaunen und Erzittern ist auf der Höhe, doch Friede sei auf Erden. Sei ruhig, Herz des Menschen, der sein Angesicht zur Erde wendet. Und soll uns schon etwas erbeben machen, dann sei es die furchtbare Höhe mit ihrem Ruhme. Möge uns die Peitsche der Unendlichkeit erreichen und der Gottesfurcht. Mögen wir zugrunde gehen vor Angst und Wonne, wenn wir dem Herrn auf der Höhe begegnen, doch auf Erden sei den Menschen Frieden. Friede, das ist die größte kleine Dinge und die Tiefe alltäglicher Dinge. Ein friedliches Ding ist geheiligt und ein friedlicher Mensch ist gut und ein friedliches Herz ist glücklich und ein friedlicher Tat ist gesegnet. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Und Friede auf Erden den Menschen, die guten Willens sind. Vielleicht gibt es größere und bedeutendere Tugenden als ein guter Wille. Nennt mir Heldenmut, Edelmut, Opferwilligkeit oder was ihr wollt. Doch nichts ist so gut wie ein guter Wille. Guter Wille ist wie ein guter Weg oder ein gutes Dach oder andere stille, gute und verlässliche Dinge, die wir gar nicht kennen und von denen wir nicht einmal etwas wissen. Erst wenn sie nicht mehr gut sind, beginnen wir schrecklich zu fluchen. Und begegnen wir schlechtem Willen, so ist uns als Stürze alle Sicherheit der Welt ein. Und deshalb ist guter Wille das Beste auf der Welt, weil in ihm Verlässlichkeit und Vertrauen ruhen. Guter Wille ist das Fundament alles Guten auf der Welt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, auf der ganzen Erde. Ich fühle es. Ihr fühlt es. Es gibt nur eine Erde. Doch die Menschheit musste einander fast totschlagen, um sich dies ein wenig zu vergegenwärtigen. Es ist nicht gut auf der Welt und deshalb ist uns nicht gut und wir fühlen uns nicht sicher und wir lauschen in die Ferne, ob nicht ein furchtbares Krachen der Erde vernehmbar sei. Nein, noch nicht. Ehre sei Gott in der Höhe. Und Friede auf Erden den Menschen, die guten Willen sind. Und das ist das kürzeste Gebetchen, wenn ihr es tausendmal wiederholtet, als hättet ihr eine tibetanische Gebetsmühle in euch. Ihr werdet immer in ihm einen neuen und lieblichen Geschmack entdecken. Denn in ihm ist die Ehre und die Höhe, die Erde und das Wohlgefallen und Friede und der gute Wille. Lauter gute und große, heilige und zarte Dinge. Ich, elender Sünder, wiederhole es, ohne die Zeilen zu zählen und weiß nicht mehr, ob ich mehr an den denke, dem ich ein Kerzlein anzünden wollte, oder an die Menschen, die guten Willen sind, oder an die nach Frieden dürstende Welt, oder an den Frieden meiner Seele. Ich höre nur harmonischen Zweiklang, eine engelsgleiche, eine vertraute Stimme. Das. Karel Čapek. Ja, nach diesem großartigen Text sollte man vielleicht aufhören, aber er ist mir
fast noch zu großartig, zu gewaltig und vielleicht dann doch noch mit einem einfachen Weihnachtsgedicht von Jans Katzel werden wir dann unsere Lesung beenden. Dieses Gedicht heißt Weihnacht für Erwachsene. Und ich sehe, dass hier vor allem Erwachsene sind. Und es kommt einem dann auch gleich zu Bewusstsein, dass Weihnachten wiederum für jeden Menschen was anderes ist, was anderes bedeutet. Ist er Kind, ist er erwachsen? Und ich glaube, damit kann man eigentlich auch den tollen Text von Čapek dann noch abschließen. Jans Katzel, Weihnacht für Erwachsene. Mit kindlicher Freude werden wir uns die Hände wärmen. Wir werden lächeln und sagen, Weihnacht ist da. Derweil der Frost mit weißem Faden all das Abgetragene säumen wird, was ausgefranst ist in den langen Jahren. Ein wenig werden wir heiter sein. Und ein wenig werden wir trauern und ein wenig belustigt sein über uns selbst. Und die Stille wird ihre 10 Finger ausstrecken nach unseren Gesichtern und wird herunterfrieren in die menschenleeren Straßen. Und die warmen Arme der Weihnachtsbäumchen werden zu den Fenstern drängen, wenn die Kinderlosen nach dem Abendessen noch spazieren gehen und sich bei den Händen halten. Und einer des anderen Kind ist. Und jeder von den beiden wird der Erwachsene sein wollen und sich um den anderen kümmern. Denn draußen ist's eisglatt und drinnen ist Weihnacht. Ja, und drinnen ist Weihnacht. In 2 Tagen ist es soweit. Schön, dass ihr uns begleitet habt jetzt bei unserer Lesung. Ich glaube, wir hatten selber auch, wie es Katgan schon sagte, ein bisschen das Bedürfnis nach so etwas. Und über Zoom ist es dann doch ganz schön möglich, auch noch ein paar vertraute Gesichter zu sehen, bevor es dann endgültig in den Weihnachtsrummel hineingeht. Ich wünsche euch dann eben auch, dass ihr den Rummel eigentlich schon hinter euch habt und das Ganze in einer ruhigen Art und Weise noch angehen könnt. Auch Rummel ist toll, je nachdem. Aber ich wünsche, dass es euch jedem adäquat sein Weihnachten möglich ist. Ja, und so werden wir uns dann nächstes Jahr in irgendeiner Form wiedersehen. Vielleicht machen wir dann nächstes Jahr mal eine Neujahrslesung oder sowas Ähnliches, wer weiß es schon. Liebe Katka, dank dir, dass du es wieder auf dich genommen hast, also das ganze technische Brimborium, um die ganzen Präliminarien zu übernehmen und dabei auch noch zu lesen. Also dir auch nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Gerne, danke schön. Das ist, ja. Ich wünsche euch auch allen schöne Weihnachten und ja, viel Freude in Ja. den Feiertagen mit euren Liebsten und ja, wir Genau, freuen und uns mit auf eine den neue Begegnung. Bis Selbstgekochten bald. und all den Schöne Sachen da auch. Feiertage. Schön. Jo. Also, Macht es gut und tschüss. Merry Tschüss. Wir sehen. Christmas. Tschüss. Ja. Weihnachten. Tschüss. Frohe Weihnachten. Tschüss.